So, jetzt das nächste Video zu der Defense. Im ersten Video sind wir durchgegangen, wie wähle ich eine Formation aus, was gibt es für Formationen, was steht für ein Personal auf dem Feld. Nun wählen wir jetzt einfach mal eine Formation aus. Dann nehme ich natürlich jetzt eine meiner Lieblingsformationen, Cover 9. Zack, zack. Und hier machen wir Formation und der soll jetzt einfach hier aus der Gun Bunch, das ist ja eine sehr beliebte Formation, ein Random Play nehmen, L1. So, jetzt muss ich mal eine Taste gedrückt halten. Dann nehme ich jetzt auch direkt die R2-Taste, die erste, die wir erklären, weil sonst fängt er nämlich an, den Ball zu snappen. Wenn du R2 gedrückt hältst, dann siehst du, was für eine Coverage auf dem Feld ist, was du ausgewählt hast. Nun kannst du erstmal jeden einzelnen Spieler auswählen. Darum geht es jetzt erstmal. Einmal kannst du mit deinem Spieler schon herumlaufen, den irgendwo hinstellen, sagen so, der soll weiter hier links stehen, schon in der Zone, die er jetzt da gerade verteidigen soll. Oder du möchtest ihn hier in die Mitte machen, um zu demonstrieren, dass er vielleicht einen Blitz macht. Jetzt, wie gesagt, jeden einzelnen Spieler auswählen. Könnte man jetzt einfach machen, indem man ganz auf Kreis drückt. Also hier Kreis, 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 Kreis und durch jeden einzelnen Spieler switcht. Man kann allerdings auch mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick in die Richtung schon drücken und Kreis drücken. Und somit kann man dann viel schneller, zum Beispiel jetzt gehe ich nach oben, nach unten, nach rechts, nach links und direkt zum Spieler hingehen. So. Jetzt nehme ich hier meinen Spieler. Das ist das Erste. Man kann also die verschiedenen Spieler schnell auswählen und sagen, was sie machen sollen. Wenn man jetzt einen Spieler ausgewählt hat, kann man X drücken. Drücke ich X, habe ich 8 verschiedene Möglichkeiten, die ich auswählen kann. Und zwar, jetzt kann ich X, rechter Stick nach unten, ist ein Blitz. Jetzt ist er aus der Zone raus und würde einen Blitz machen und geht auf den Quarterback. Wenn ich jetzt X mache und den linken Stick nach unten mache, ist das ein Middle Read. Das heißt, er wird jetzt hier in der Mitte aufpassen. Wenn ich X mache, nach links, dann geht er und macht eine Hook Curl. Das heißt, er geht eher mehr nach links hier, aber mittig links und verteidigt diese Zone. Stelle ich den nach rechts, mache den linken Stick nach rechts, macht er eine Curl Flat hier, ganz rechts außen. Würde ich ihn jetzt nach links stellen hier, laufen wir eben darüber, mache X und den linken Stick nach links, ist, Moment, den linken Stick nach rechts, macht er die Curl Flat auf der Seite hier außen. Also immer wo er steht, da wählt er jetzt auch die Curl Flat aus. Wenn ich ihn jetzt, wie gesagt, ich habe ihn jetzt hier stehen, zack, linker Stick nach links, macht der Hook Curl hier. Stelle ich ihn jetzt nach rechts, drücke X, linker Stick nach links, hat er die Hook Curl auch auf der rechten Seite, auf der Seite, wo er jetzt gerade steht. So, X und rechter Stick nach links ist ein Quarterback Spy. Das bedeutet, er passt immer auf, wo der Quarterback herläuft. Meistens habe ich einen Defensive Tackle oder Wide End, Left End in dem Quarterback Spy stehen. Das heißt, er läuft immer, wenn der Quarterback jetzt nach links rollt, würde er immer so zack, zack, zack aufpassen, ein bisschen über der Line of Scrimmage, wo der Quarterback hinläuft und ihm folgen. Und wenn man dann R3 reindrücken würde, sagen wir mal, der Quarterback läuft links raus. Hier ist frei, es ist hier vorne nichts mehr, was meinen Spy stören würde, also kein Verteidiger mehr da. Dann kann ich R3 reindrücken und der nächste Spieler zum Quarterback läuft zum Quarterback und versucht ihn zu sacken. Sehr wichtig gegen laufende Quarterbacks. Allerdings müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt den Spy gesendet habt und ihr sendet nochmal R3, dann kann es sein, dass hier dieser Verteidiger, bei dem ich hier gerade herumlaufe, der nächste Spieler ist, der am nächsten zum Quarterback ist und losläuft und nicht mehr hier diesen Spieler deckt. Jetzt habe ich zu lange rumgespielt. Jetzt, zack. Das heißt, ihr müsst immer aufpassen, dass doch wirklich euer Spy der nächste Spieler ist, weil sonst ist irgendein Spieler, der hier in der Coverage ist und ihr drückt R3, dann läuft er von seinem Spieler, den er eigentlich verteidigen soll, weg und dann ist der Spieler nämlich frei. Nur so eine kleine Nebenanmerkung. So, wenn ich jetzt den linken Stick nach oben drücke, dann macht der eine tiefe Verteidigung, hier oben, tiefe blaue Verteidigung, macht man oft, wenn man in Temperatur rauskommt, zack. Dann wähle ich meistens den mittleren Verteidiger, das ist jetzt hier, mache X, linker Stick nach oben, damit drei tiefe Zonen verteidigt sind. Und da musst du entweder diesen Verteidiger hier nehmen oder hier vorne den Linebacker nehmen und da musst du halt versuchen, einmal diese Vert Hook hier zu verteidigen und die Mitte manuell zu verteidigen. Das ist das, was sehr viele Leute machen, weil auf jeden Fall immer drei tiefe Zonen in einer Cover 2 trotzdem haben.
also eigentlich eine Cover 3 spielen, aus dem Grund, weil du sonst in der Mitte mit einem tiefen Pass sofort überworfen wirst, weil dieser hier, der geht nach rechts, dieser Verteidiger Safety geht nach links eher und die Mitte wäre komplett frei, wenn ich jetzt diesen Linebacker weiter in seiner Mittel Read gelassen hätte. So, jetzt gibt es halt noch X. Dann kann ich den noch mit rechten Stick nach oben auf eine Man Coverage setzen und kann jetzt irgendeinen auswählen. Ich sage jetzt, er soll den Running Back verteidigen, weil ich denke, das wird vielleicht zum Beispiel ein Screen Pass. Das heißt, ich habe ihm gesagt, er darf nur diesen Spieler verteidigen. Das ist Man Coverage, kann man mit jedem Spieler machen. Blitz haben wir Hard Flat. Hard Flat auf der Seite macht er halt links. Wenn ich jetzt den nach rechts stelle, X, rechter Stick nach rechts, Hard Flat, dann spielt er rechts des Hard Flat. X und Quarterback Spy mache ich jetzt erstmal einmal. So, dann lassen wir den jetzt mal hier im. Ne, machen wir ihn mal so, so wie es auch wirklich sein würde. Er macht eine Hook Curl, diese dort. So, dann machen wir den Defensive Tackle oder Wide End in einen Spy rein. Jetzt gehen wir auf den hier. Den könnte ich jetzt rein theoretisch auch auf eine Vertical Hook rechts oder eine Hook Curl rechts machen. Linker Stick, zack. Dann macht er das so. Mache ich X und das gleiche nach links, den linken Stick. Dann macht er die Hook Curl auf der linken Seite oder eben die Vertical Hook. Wenn ich nach X, linker Stick nach oben, macht er die Vertical Hook auf der linken Seite. Das steht dann auch immer, wenn ich jetzt hier X mache, dann Vertical Hook L, Vertical Hook R. Ich kann ihn allerdings auch auf eine Man Coverage, zum Beispiel auf den hier vorne setzen, auf den Running Back. Wie gesagt, das geht mit jedem Spieler auf dem Feld. Ihr solltet nicht immer, ja, so nach dem Motto, ich werde jeden einzelnen Spieler hier durch mit Kreis durchwählen. Ihr solltet das wirklich lernen, dass ihr die Spieler so direkt anwählt. Im nächsten Video werde ich euch dann auch zeigen, wie man verschiedene Positionsgruppen direkt auswählt und nicht jeden einzelnen Spieler eine Aufgabe zuweisen soll. Das hier, jetzt habe ich gemacht Blitz Bluff. Bluff Blitz, rechter Stick nach rechts, also X, rechter Stick nach rechts. Heißt, er tut so, als würde er blitzen, weil das ist ja hier eigentlich ein Pass Rusher, aber er geht hier in diese Verteidigung rein. Das heißt, er tut so, als würde er eigentlich blitzen, was jeder erwarten würde, läuft aber und macht jetzt den Middle Read, den ich eben weggenommen habe von meinem Linebacker. Den übernimmt jetzt halt mein Wide End. Dafür habe ich jetzt einen Pass Rusher weniger. Das muss man immer so ein bisschen entscheiden. Was macht er? Kommt jetzt ein Pass? Habe ich die Chance, ihn zu. Soll ich eher mehr Blitz setzen? Ich habe gelernt, man sollte bei jedem Down Pressure auf den Quarterback senden, aber auch nicht die Verteidigung verlassen. Das geht am besten, umso besser dein User wird. Meiner ist noch nicht so gut, wie die Leute auf Twitch wissen. Das ist aber erstmal egal. Man sollte Pressure senden auf den Quarterback, damit er so wenig Zeit wie möglich hat, seine Reads zu machen. Und das geht halt am besten, indem man so viele Sachen wie möglich selber mit seinem User verteidigen kann. Manche Leute können bis zu drei, vier Routen mit ihrem User verteidigen. Auf jeden Fall zwei Routen. Ich schaffe es gerade mal eine zu verteidigen, wenn mehr schlecht als recht. Aber ich bin ja am Üben und darum geht es ja auch in diesem Video. So, jetzt habe ich euch gezeigt, was man mit den verschiedenen Leuten machen kann. Ich kann jetzt hier steuern. So. Dafür war dieses Video. Im nächsten Video zeige ich euch halt, wie man einzelne Positionsgruppen auswählen kann. Also das war jetzt, wie ich jeden einzelnen Spieler eine Aufgabe zuweise. Das wird natürlich ein bisschen lange dauern und diese Zeit hat man nicht immer vorm Snap. Das war jetzt einfach nur, damit man weiß, wie es geht. Nächstes Video ist darüber, wie wählt man verschiedene Positionsgruppen aus. Es gibt nämlich auch Knöpfe, dass du die Safeties, die Cornerbacks, die Defensive Linemen oder deine Linebacker alle auf einmal auswählst, was natürlich eine enorme Zeitersparnis ist. Aber ich möchte halt die Videos jetzt ein bisschen kürzer machen, weil in der Defense gibt es so viele Adjustments, die man machen kann. Wie gesagt, gib mir Anregungen, Feedback im Twitch-Stream, auf meinem Kanal oder eben hier unten in den Kommentaren. Das ist hier nicht der beste Videoproduzent oder Oscar-Verfilmung hier. Ich versuche einfach nur den Leuten zu helfen, die mich darum gebeten haben, einfach mal so ein paar Sachen zu sagen, was man machen kann. Und da das meiste auf Englisch ist, versuche ich es jetzt halt auf Deutsch, weil es gibt wirklich sehr wenige Leute, die das auf Deutsch machen. Wir sehen uns also im nächsten Video, wo wir dann über die nächsten Adjustments sprechen, die man machen kann.